hard, so I shine hard. Yeah, I'll be your player for life. Ich habe BMX gefunden. Aber hier ist ja gar keiner. Wo sind denn alle? Keine Ahnung, ich fahr mal rum, bevor ich die alle... Ach, guck mal da. Ja. Was geht ab? Was geht ab? Oh. Du? Wieder zurück aus Mexiko. Hey, ich bin lange da gewesen, ne? Aha. Was ist hier los gewesen? Was geht hier? Was geht ab? Alter, wie lange habe ich dich nicht mehr gesehen? Wir haben hast du das Fahrrad gefunden? Ich habe das Fahrrad gefunden, sieh. Wir haben ewig nicht gesehen und 3 Tage und noch länger und ganz lange. Ich habe euch alle so vermisst. Aha. Ja, wir haben schon drüber geredet, ob du verschollen bist. Ich war in Verhinderung gewesen. Ja, ich fahre mal kurz rum. Ich gucke mal, ob alles im Reinen ist. Und dann komme ich wieder hier. Ich muss sagen, ne? Ich freue mich voll, euch zu sehen. Ha, wie uns das auch. Ist voll geil, wieder da zu sein. Was wollen die denn jetzt von mir? Da. Was ist denn jetzt los? Bin ich zu schnell gefahren? Nein, der Herr, Sie sind über Rot gefahren und wurden fast vom Auto erwischt. Aber das kann überhaupt nicht sein. Das ist grün gewesen. Nein, da ist nicht grün gewesen. Das ist ganz sicher grün gewesen. Nein, das ist nicht grün gewesen. Bist du sicher? Ihre Hose ist grün, aber da an der Ampel war nichts grün. Bist du sicher, dass es nicht grün gewesen ist? Ja, bin ich mir zu 1000% sicher. Okay, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht darauf geachtet. Ja, das habe ich gemerkt, weil sie wären nämlich fast vom Auto erwischt worden. Ja, aber fast habe ich ja nochmal Glück im Unglück. Ja. Achten Sie auf die Ampeln, gell? Natürlich. Huch. Was geht ab? Sku, was geht? Wer ist denn die traurige Gestalt? Was kommt da jetzt? Warum war der nicht noch gerade an der Meeting Point? Ey, scheiße, rauch mal einen Joint, dann geht's dir besser. Was geht ab, Mann? Warum bist du so traurig? Mahlzeit. Naja, man könnte sagen, ich wurde heute von meiner Familie verstoßen. Wer ist denn deine Familie? Bradley? Ich weiß nicht, ich glaube weniger, dass ihr die Person kennt, aber Sandy Bush. Sagt euch die Person vielleicht was? Sandy Bush, Alter, warum klingen alle Namen gut in meinem Ohr wie Pornodarsteller? Keine Ahnung. Und jetzt bist du traurig. Ja, ein wenig. Du hast jetzt eine neue Familie. Und jetzt irrst du durch die Nacht traurig. Man wollte eigentlich nur ein bisschen was zu trinken, was zu essen besorgen und mich dann wahrscheinlich irgendwo in die Ecke setzen. Wie ist der Name, trauriger Mann? Adam Yang. Adam Yang. Ja. Vielleicht ist er ja auf der Suche nach einer neuen Familie. Nein. Ja, aber was ist jetzt dein Plan, Mann? Du irrst du hier mitten in der Nacht mit gesenktem Kopf ganz traurig im Dunkeln durch die Straßen. Weißt du, wo du dich gerade rumtreibst? Naja, ich weiß, wo ich bin. Das ist ein gefährliches Gebiet. Hier sollen komische Menschen leben, habe ich gehört. Habe ich auch gehört, aber irgendwie, ich glaube, ihr seid doch vertrauenserweckender, als man sagt. Ich glaube, wir sind vertrauenserweckender als du bei den Cops. Ja, das was kann geht? Gut angehen. Ist mir scheißegal, das ist kein Parkplatz. Wenn ihr was habt, nehme ich es gerne. Muss ich nur kurz zum Geldautomaten. Ja, warum packst du deinen verschissenen Panto hier? Alter. Das war nicht mit Absicht, ich wollte nur kurz eine Nummer haben. Nicht mit Absicht, Nummer haben. Jo, dann ja. Geh ich kurz rein. Von wem? Und dann komme ich wieder auf euch zu. Von dem Typen, der mir da gerade einen Joint verkauft hat mit den grauen Haaren. Aber das ist kein Parkplatz. Ja, ich fahre jetzt weg. Jo, Emre, was geht? Jo, Typ, was geht ab? Ja, guten Tag, schönen guten Tag, ne? Wieso sind die verrückt? Ja, weiß nicht, lachen die ganze Zeit und machen so komische Geräusche. Und eine fühlt sich ein bisschen eingeengt, sagt er. Eingeengt? Lachen haben ein komische Geräusche. Was sind das für welche? Wie heißen die? Weiß ich nicht. Wie heißt sie denn? Die wollen mir Gift in mein Essen mischen, haben die gesagt. Frag mal, wie die heißen. Wie heißt sie denn, soll ich fragen? Ja, ich frage. Hier nehmen die. Hallo. Guten Tag. Weiß ich nicht, wer am Telefon ist. Hier ein Kollege, ne? Ich sag doch mal deinen Namen, Madame. Sag doch mal jetzt bitte deinen Namen. Hat die rote Haare? Ja, hat sie, ja. Leute! Ich hab dir aber Spaß aufgegabelt, die haben Taxi geklaut. Hast du dir gesagt, dass sie ihr Telefon ausmachen soll? Ja, die haben nichts mehr. Die sitzen bei mir im Taxi hier. No way. Alter,
ich kuss dein Fuße fünfmal. Okay, ja, gut. Alles. Du bleibst genau, wo du bist. Das ganze... Arthur, ich werde deine Füße küssen und dich mit Reichtum bescheren. Das dauert 10 Minuten, bis wir bei dir sind. Ja, gut. Arthur, der Typ hat die Menschenfresser als Geiselz. Nein, nicht wahr. Ich glaube, die reden die ganze Zeit irgendwelchen komischen Zeug und Gift und ich weiß, ich gehe jetzt kurz eine rauchen, dann fahren wir dahin, scheiß auf die Geiselnahme, wir stechen die ab. Easy. Arthur, das ist 10 von 10 gerade. Die hauen ab? Nicht vorsichtig, Dame, vorsichtig, nicht so weit hochfahren. Wie, die hat dich aus dem Auto gezogen? Oh, jetzt stecken wir hier fest. So im Schleichweg sind wir hier hochgefahren. Jetzt hängen wir hier oben auf dem Berg fest. Na toll, gut gemacht, Madame. Bleib ein bisschen reinlegen, schon ja. Warum denn auch nicht mal, ne? Aber jetzt bleiben wir mal alle ganz locker. Jungs, steigt wieder ein, ich hab den Typ am Telefon. Die Geiseln haben das Auto an sich gerissen. Die sind einen Schleichweg den Berg rauf und stecken dort irgendwo fest. Ja, okay, beim Haus so links hoch, die Schleichweg. Na, das war aber eine ganz schreckliche Strecke hier, Madame. Ja. Vorsicht. Ui, das Auto rollt. Da oben, Jungs. Dieses Taxi. Ich komme da nicht hin. Mein Auto ist tiefer gelegt. Lasst laufen. Die gehen gerade den Wichter hoch da, die beiden Spacken. Stehen bleiben, ihr Wanderer. Beide. Frau und Mann. Ein wunderschönen. Ja, das freut mich auch, Ihre Bekanntschaft zu machen. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wie geht es Ihnen? Mir geht das sehr gut. Steh mal auf, Alter. Wenn du weiter meditierst, Hallo. Wenn ihr beide weiter meditiert, verteile ich euer Gehirn hier. Komm mal runter von dem Berg. Vor uns laufen. Bist du witzig oder was? Was kann man denn für euch tun? Vor uns laufen, in den Berg runter. Ich sag dir gleich, was du kannst tun. Geh mal runter da. Hände auf, Lady. Oh, das ist ja die Frau Bradley, oder nicht? Ist das die? Briggs, so. Das ist die, ja. Hast das du dein Telefon irgendwo? Mein Telefon liegt am Auto. Oh, oh Gott! Das ist der, der mich nach der Nummer gefragt hat. Wer ist der? Das ist auch einer von denen, ne? Auch einer von den Bradleys. Ach so, einer, der das Gras verkauft hat. War das nicht so? Ah, okay, nimm mal die Hände wieder runter, Bradleys. Du kannst mir jetzt mal erzählen, auf welchen gottverdammten Idee du kommst, dass wenn ich bin nicht im Urlaub, dass du ziehst du in mein Haus rein. Die Idee war nicht von mir, die war von unserem Vater. Von eurem Vater? Es interessiert mich nicht, von wem diese Idee kommt. Du bist du in mein Haus reingezogen. Da ist ein Zahnbürste, ihr seid 5 Leute oder so, wurde mir gesagt. Habt ihr mit 5 Leuten ein Zahnbürste benutzt? Was seid ihr für ekelhafte Schweine? 7 Haare. Also das ist oder 7 Leute. Das ist überhaupt nicht korrekt. Ah, da hast du doch noch den Spinat von den anderen an dem Bus morgens. Aber gut, ist mir auch scheißegal. Aus welchem Grund wohnt ihr in meinem Haus? Wir haben einfach nur eine Bleibe gesucht. Ein Bleibe gesucht? Wir haben ein paar Leute gefragt, die meinten, das steht leer, da wohnt keiner. Also und das, die Tür war offen, also sind, haben wir gedacht... Und warum erzählt mir jeder in diesem Staat, dass ihr in meinem Haus irgendwelche Menschen fresst? Das hab ich. Keine Menschen. Das ist barbarisch. Natürlich ist das barbarisch. Aber wir essen keine Menschen daher. Sondern was macht ihr dort? Was seid ihr für ein Verein? Wir haben nichts gemacht. Wir sind erst seit 3 Tagen eingereist. Das Erste, was wir gemacht haben, ist mit ein bisschen Kürbissen Geld zu verdienen. Ah, was habt ihr dem Typ gerade von irgendwelchem Gift erzählt? Ich habe ihn gefragt, ob er schon mal Gift gegessen hat und ob er es gerne ausprobieren würde. Ob er es gerne ausprobieren würde? Ja. Hast du schon mal deinen eigenen Darm gesehen? Nein. Willst du ihn gern mal sehen? Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht. Das wäre nicht gut, das würde wehtun. Natürlich. Mhm. Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Das finde ich in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher, von welchem UFO ihr gekommen seid. Aber es muss ein komisches gewesen sein. Ist sie deine Schwester? Das ist korrekt. Okay, Schwester, sag mir, mit wem fange ich an, mit dir oder mit ihm? Was wollen Sie denn tun? Ah, das siehst du dann. Wenn Sie mich aufschlitzen wollen, kann ich vorher mein Oberteil ausziehen. Ich habe nicht so viele von denen. Klärgemaschine auf Seite. Damit keine mal, Flecken stopp. Reinkommen? Das ist jetzt deine größte Sorge, dass dein Pulli heile bleibt? Alter, das hier, ich sag dir, was mit deinem Pulli ist.
Oh, sorry. Okay. Knallt den Typen ab. Alter, Isaac, du solltest dich untersuchen lassen, Mann. Ich glaube, ich habe dich mit dem Messer gestriffen. Okay, ich schreib das Ryan. Danke, Mann. Alter, war das sein verfickter Ernst, Mann? Ich steche in seine Schwester, okay, und der prügelt sie um sich rum. Ja, Yasin sagt, sie soll mit der Heli kommen.